Die Wirtschaft ist dran schuld, weil die mit jedem Arschlochland machen sie Geschäfte. Das ist das Problem. Tag. Was ist das eigentlich für eine Krankheit? Also wenn ihr mich fragt, ist es eine Erkältungskrankheit mehr? Der Mann dort schüttelt mit dem Kopf, hat er vielleicht eine andere Meinung? An was erkennt man denn Corona, wenn man es hat? Man muss sich ja offensichtlich erst testen lassen, um das zu wissen. Wollen Sie was dazu sagen? Bitte? Du bist auch ein super Experte und Filmen brauchst du dich ja gar nicht. Ja, ich bin kein Experte, ich stelle nur laut eine Frage. Aber wenn Sie das besser wissen, dürfen Sie es mir sagen. Mit euch diskutiere ich nicht. Nee, nicht diskutieren. Sie können Ihre Meinung sagen. Ich stelle nur laut eine Frage. Also, man ist krank und man muss erst einen Test machen, um zu wissen, ob das jetzt Grippe ist oder Corona. Von sich aus, das weiß man ja gar nicht. Da gibt es ja kein festgelegtes Symptom. Und erst, wenn man einen Test hat, weiß man, ach, ich hatte Corona. Gott sei Dank, dann bin ich ja jetzt hier genesen und brauche keine Impfung, bla bla bla. Auch vielleicht ist es ja doch nur eine Grippe, dann habe ich eben Pech. Macht das einen Sinn für irgendjemand? Also wer was dazu sagen möchte, zum Beispiel dieser Herr hier, darf es gerne, ohne zu diskutieren, nur die Meinung sagen. Mir ist was eingefallen, genau. Es ist eine der wenigen Krankheiten, die man erst nachweisen muss, dass man überhaupt weiß, dass man sie hat. Und das andere ist tatsächlich, wenn ich wirklich krank bin, ist es mir eigentlich ein bisschen egal, ob ich Grippe habe oder nur einen starken Schnupfen oder ob es Corona ist. Was macht den Unterschied? Der Test macht den Unterschied, aber eigentlich nicht für mich. Meine Lage ist ziemlich die gleiche. Die Pandemie gibt es eigentlich gar nicht, weil man erst ab einer bestimmten Anzahl von Bevölkerung von einer Pandemie sprechen kann. Ja, umgekehrt, wir halten uns für euch gesund. So musst du das sehen. Wenn wir genauso krank wären wie ihr, gäbe es uns gar nicht mehr, dann würden wir nicht mehr hier stehen. Und wenn ihr alle flach liegt wegen der Impfung, dann sind wir noch da und dann wird man uns in die Pflicht nehmen, dass wir euch pflegen. Denkt mal daran. Genau. Also wir können uns gerne austauschen und wenn es geht, ohne Beleidigungen. Also solche Wörter wie Idioten oder so, das brauchen wir nicht. Sollte sie auch gar keiner glauben. Wir können einfach unsere Meinung ganz frei sagen, ganz cool, ganz gechillt. Was ist eigentlich los mit euch Menschen? Was ist eigentlich los? Wo bleibt die Menschlichkeit? Wir haben diesen Beruf gewählt, weil wir für Menschen und mit Menschen arbeiten wollen. Und wir wollen, dass es ihnen gut geht. Und den Menschen geht es nicht gut. Sie werden in ihrer Angst gehalten. Die Panik wird wieder verbreitet. Jetzt steht schon wieder die Maskenpflicht in öffentlichen Räumen in der Diskussion. Obwohl wir genau wissen, dass die Masken nicht schützen. Bis vor ein paar Jahren stand auf der FFP2-Maske noch, schützt nicht gegen Viren. Es ist nämlich eine Feinstaubmaske. Und wenn ihr das wollt, dann macht ihr so weiter. Aber ich finde, jetzt ist die Zeit,
Wir haben die Wahrheit, wir haben die Fakten. Es ist die Zeit aufzustehen. Und so geht es jetzt weiter mit dem Krieg, mit der Finanzkrise, mit der Energiepolitik. Die Menschen werden immer in ihrer Angst gehalten. Es wird weiterhin Panik verbreitet. Und wir wissen ganz genau, mit Angst kann man kontrollieren. Mit Angst kann man manipulieren. Und mit Angst kann man die Menschen lenken in die Bahn, die man will. Das hat jetzt diese Pandemie gezeigt. Und Leute, ich kann euch nur auffordern, steht endlich auf, macht nicht mehr mit, legt die Masken ab. Es geht um unser System, es geht um euch als Menschen, uns als Gesellschaft. Weil mittlerweile sollten viele von euch mitbekommen haben, dass hier was falsch läuft. Ihr müsst euch Sorgen machen, ob ihr eure Nebenkostenabrechnungen noch bezahlen könnt. Ob ihr im Winter frieren müsst, ihr müsst euch überlegen, um wie viel teurer noch die Lebensmittel werden. Und all das ist ein Resultat unserer aktuellen Politik, dass sie bei Corona versagt haben. Das kann heute im Grunde genommen niemand mehr bezweifeln. Das Ganze geht um Information. Ihr werdet ständig in Angst gehalten, ihr werdet auseinandergetrieben, aber der Mensch ist ein soziales Wesen. Ihr solltet euch um eure Mitmenschen kümmern. Hört euren Mitmenschen zu. Darum geht es. Wir müssen als Gemeinschaft wieder stark werden, dann können wir uns auch gegen übergriffige Politik wehren. Und diese Politik machen Menschen, die nicht an eurem Wohlsein interessiert sind. Die interessiert es einen Scheiß, ob ihr im Winter kalt habt, ob die Lebensmittelpreise euch Angst machen, weil ihr nicht mehr wisst, wie ihr das alles stemmen sollt. Aber eine gute, starke Gemeinschaft, die füreinander, miteinander unterwegs ist, die kann sich wehren. Wenn irgendjemand glaubt, zum Beispiel, dass die Sanktionen gegen Russland irgendwas gebracht haben, außer Leid, Not und Elend für uns, der soll hierher kommen und soll mal öffentlich sagen, was diese Sanktionen gebracht haben. Russland, reicher denn je, die schieben sich Kohle in die Taschen. Die Amerikaner schieben sich das Geld in die Taschen. Wir haben das Problem, dass wir Opfer unserer Politik sind und Corona war nur der Anfang. Sind Sie das anständig und gehen Sie mit Menschen anständig um, die auch hier das tun? Sie sind ein begabter Mensch und wir beten für Sie. Aber das ist was anderes. Dann fragt euch doch mal, wo das, was die euch geben, herkommt. Das ist das Geld eurer Kindeskinder, die gerade jetzt schon verheizen. Das Geld ist nicht mehr da. Lange voll sind von Leuten, die zurück in die Ukraine gehen. Also praktisch wöchentlich, nachdem sie sich hier die Kohle abgeholt haben, die unseren... Gelobt seist du, mein Gott, für
sind hier auf dem, was ist mit dem Schlossplatz in Stuttgart und wir machen mal einen Krisenschnelltest. Was ist eine Krise? Eine Krise ist ja sowas wie die Corona-Krise, ist halt zum Beispiel eine Pandemie, die halt sehr viele Menschen in der Gesellschaft betrifft und halt negative Auswirkungen hat auf die Wirtschaft und so weiter. Und welche Krisen hatten wir sonst noch in den letzten Jahren? Abseits von der Corona-Krise. Genau. Wir hatten zum Beispiel 2008 die Wirtschaftskrise, wo viele Banken pleite gegangen sind oder auch Privatleute in den USA. Jetzt hatten wir noch eine. Ja, gut, jetzt hat gerade die Energiekrise. Die Energiekrise. Hattet ihr oder habt ihr Angst vor diesen Krisen? Also vor Corona hatte ich ehrlich gesagt nie richtig Angst. Also das hat sich ja dann sehr schnell entwickelt und da habe ich natürlich dann schon gedacht, okay, gerade als die Impfung kam und sich sehr viele Menschen impfen lassen haben, hat man natürlich schon darüber nachgedacht, was für Auswirkungen hat. Aber im Endeffekt war ich da nicht relativ entspannt, gerade weil es auch niemand in meinem näheren Umfeld das großartig getroffen hat. Deswegen hatte ich das relativ entspannt aufgepasst. Was geschieht noch in diesem Jahr? Also es könnte gut sein, dass die Energiepreise noch weiter in die Höhe steigen. Und das ist natürlich schon für viele Familien und Arbeitnehmer einfach eine sehr große Herausforderung, das monetär zu managen, dass die einfach nicht privat insolvent gehen, diese hohen Energiekosten. Ich glaube, der Gaspreis hat sich ja versechsfacht teilweise im Vergleich zum letzten Jahr. Und das ist natürlich schon eine sehr große Herausforderung für die Menschen. Was habt ihr während diesen Krisen dazu gelernt? Dazu gelernt. Vielleicht einfach so ein bisschen die Solidarität gegenüber den Mitmenschen, gerade wegen der Corona-Krise. Es gab ja viele Maßnahmen, wie zum Beispiel die Maskenpflicht, die viele nicht eingesehen haben, die ich teilweise auch da ein bisschen überzogen fand oder gerade auch das mit der Ausgangssperre dann. Aber musste halt einfach auch ein bisschen auf die Mitmenschen achten, auf die ältere Bevölkerung und sich halt einfach ein bisschen anpassen, dass sich das nicht weiter ausbreitet. Was sollen wir nun tun? Bezogen auf? Ja. Diese Krisen, um die zu bewältigen? Also für die Energiekrise ist es halt sehr wichtig, wenn man also sich privat fürs Alter gut vorzusorgen. Das sieht man ja auch daran, an dem Anstieg von... Inflation. Und das ist natürlich auch ein sehr großes Problem. Und das ist sehr wichtig, dass man sich eben privat vorsorgt fürs Alter und sich eben absichert, weil sowas kann immer passieren. Genau. Was sind eure Wünsche für die Zukunft? Natürlich, dass sich die ganze Wirtschaft und alles wieder ein bisschen stabilisiert und normalisiert und dass man halt, dass halt gerade die Mittelschicht dann nicht pleite geht und es halt keine so viele Betroffenen gibt, die dann halt einfach irgendwie in Bankrott geraten oder so. Das sollte natürlich nicht passieren. Also dann vielen Dank und einen schönen Abend noch hier. Vielen Dank, Dankeschön. Ihnen auch. Dankeschön. Tschüss. Eine Person hat es bestimmt. Nichts wird mir fehlen. Ihr weidet mich auf der grünen Aue. Ihr führt mich zum frischen Wasser. So. Hast du verstanden? Ja. Was bin ich jetzt? Ich hätte mein Auge nicht.